Oh, da ist Scrap Metal. Oh, halt, stopp. Uahahaha. Das habe ich gar nicht gesehen. Hä, wie konnte ich das denn übersehen? Oh mein Gott. Das ist die Ressource des Lebens. Zumindest hier in the game. Um halt voranzukommen. Wie schön, dass wir jetzt den Garten wieder haben, wo wir einmal eine Tomate quasi craften konnten. Oder herstellen konnten. Oh, hallo, mein Freund Scrap Metal. Finde ich gut. Tja. Tju. Wir trainen weiter. Da ist wieder trinken. Was hat unser Inventar? Ja, wird so langsam wieder voll. Dieses scheiß Holz, ne? Aber wie gesagt, ich stelle jetzt Nahrung her, damit das ganze Holz erstmal verbraten wird und alles. Hier ist da was hinter. Aber da unten ist Essen. Würde ich mal mitnehmen. Ich weiß, es ist ein bisschen nervig, dass ich mir wieder anhalte, aber ne, ich weiß ja nicht, wie ihr spielen würdet oder wie ihr spielt, wenn ihr das Spiel habt. Aber ich finde das irgendwie entspannter, wenn man hier anhält, weil dann kann man nochmal in Ruhe nochmal so ein bisschen durchgucken, bevor man hier einfach vorbeireist und die Hälfte vergisst. Weil wir haben ja eigentlich keinen Stress, muss man ja sagen, ne? Wir können ja ganz entspannt hier looten. Ne? Und der Zug, der fährt halt gnadenlos weiter, wenn wir den nicht anhalten würden. Oh. Weiß gar nicht, haben wir jetzt eigentlich Dings voll? Ich würde mal eben auffüllen. Ich würde mal eben unsere Sachen auffüllen. So, das. Dann Zink. Dann, ja, Chemikalie. Ja, Chemikalie ist gleich voll. Wir brauchen nur noch einmal Chemikalie und dann haben wir das auch voll. Sehr schön. Würde ich, glaube ich, feiern, dass wir so, dass wir das haben. Wo wollte ich denn jetzt? Achso. Trinken. Ich wollte mal ein bisschen Trinken herstellen, ne? So, warte. Trinken. Zack, da rein. Essen können wir auch gleich nochmal herstellen. Und nochmal trinken. Zweimal Scrap Metal habe ich, glaube ich, gerade von unserem Kollegen vorne bekommen. Währenddessen düse ich mal weiter. Hat das noch genug Feuerholz? Nochmal trinken herstellen. Achso, Finish Product. Entschuldigung. So, nochmal zwei. Sehr schön. Feuer ist gleich aus, ich weiß. Feuer ist aus, Feuer ist aus. Aber da können wir nochmal trinken holen da drüben. Na! Mist, nein, bleib stehen! Das meine ich nämlich damit. Okay, Feuerholz hält noch. Warte mal, da war irgendwo Chemikalie und Essen. Hier ist Essen. Da ist Chemikalie. Dann haben wir das einmal. Hätte ich gedacht, dass uns Essen trinken nochmal so wichtig wird, aber in der letzten Zeit, muss ich sagen, frisst er ganz schön viel. Weiß nicht warum. Er ist ganz schön fresssüchtig. Muss ich sagen. So. So, Essen. Und Holz brauchen wir nicht. Nochmal Essen. Ja, Zink nehme ich mit. Haben wir noch nicht voll die Kiste. Und nochmal Essen. Sehr schön. Dann ab zurück zum... Hä, was war das denn? Da war gerade ein Gegner. Ich habe einen Gegner gesehen. Wo habe ich... Wo war die Lebensanzeige? Ich habe irgendwo eine Lebensanzeige gesehen. Hä, wo war die? Hä? Mysteriös. Warte mal eben. Guck nochmal. Ich kam von hier. Dann irgend... Da. Da irgendwo. Hä? Wo war das? Jetzt ist sie wieder weg. Da, da. Oder ist da hinten jemand? Am rumexistieren. Oder hängt hier einer bei uns am Zug?
Nee. Hä? Ich bin etwas verwirrt. Hilfe! Ich hab schon Halluzinationen! Unterm Zug ist keiner, ne? Da, da, flucker doch! Ich hab ihn gesehen! Wo ist er hin? Sag mal! Was soll das? Hör auf mit mir zu spielen! Ich sehe dich! Komm raus und zeig dich! Boah, ich muss aus dem Nebel raus. Nicht, dass er uns gleich hier irgendwas anknabbert. Wir müssen die Waffe mal irgendwie reparieren oder so. Anhalten. Nicht irgendwie Scrap Metal liegen lassen oder so. Ich weiß nicht, wo er ist, was er macht, keine Ahnung. Er scheint irgendwie nicht mehr da zu sein. Wer auch immer das ist, mysteriös, mysteriös. X-Faktor, das Unfassbare. Und was sehen meine Äuglein denn da hinten? Erstmal sehen meine Äuglein, dass das Inventar voll ist. Das ist das Erste, was meine Äuglein sehen. Oh mein Gott. Aber erstmal Food herstellen. Let's some food. So, da wird ja jetzt alle sein, ne? Genau, wir verbrutzeln erstmal das Holz. Let's make some food. So, Zink bringe ich auch mal eben weg. Oh, wir kriegen immer Wood von denen. Oh nein. Ich will keinen Wood, Mann. Lass dieses scheiß Wood weg. Alten Woodpecker. So. Die Scrap Metal Kiste ist jetzt auch gleich voll. Sehr schön. Dam, 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 dam. Da war Trinken drin. Da kommt fertiges Essen rein. Sehr schön. Gut, haben wir da ein bisschen Platz? Ich würde noch mal ein bisschen sammeln gehen, während der gerade noch brutzelt. Da ist Kohle. Ein großer Kohlebrocken. Ah, warte mal, dann müssen wir die Kiste wieder da lassen, ne? Moment. Die Kiste bleibt Gott sei Dank stehen, das ist gut. Jetzt dürfen wir nur nicht weiterfahren. Ich hoffe, die bleibt da. Das wäre so ärgerlich jetzt, ne? So, warte. Ich beeil mich. Ich komme! So, sehr schön. Geil. So, Zink nehme ich mit. Da ist Holz. Ja, okay. Kein Scrap Metal liegen lassen. Das ist schon mal gut. Da ist Scrap Metal. Wie oft ich dieses Wort wohl schon benutzt habe in diesem Let's Play. Wahrscheinlich viel zu oft schon. Soll ich diese mal weiter? Können wir hier noch gleich ein bisschen looten. Da vorne kommt nämlich auch noch mal Scrap Metal, sehe ich gerade da unten. Da ist schon wieder das Wort gesagt. Und wie geht mir nochmal Furz? Wieso sag ich Furz? Wieso gibt mir denn nochmal einen Furz? Wie, ihr gebt mir nochmal Wut? Ich bin schon so durch. Wie, ihr gebt mir nochmal Wut? Dann ist aber was los. Schwer was los hier. Auf unserem Train. So. Zink lagere ich nochmal ein. Ich will kein Wut mehr. Ich will kein Wut. Ich hasse euch. Einerseits können wir Wut natürlich auch gut gebrauchen. Andererseits, wenn man zu viel hat, dann müssen wir echt noch eine Kiste machen. Aber sehe ich irgendwie nicht, weil wir haben echt so viel. Wir eigentlich nutzen wir das Holz aus unserem Inventar und gar nicht aus der Kiste. Das heißt, eigentlich ist es tot, was wir in der Kiste haben aktuell. Macht gar keinen Sinn. So, da werden die Ressourcen, glaube ich, schon weniger. Ich sammle mal hier drüben noch ein bisschen. Hallo? Scrap Metal? Nein. Ice, Ice Baby to go, to go. Ice, Ice Baby to go. Essen brauchen wir, glaube ich. Oh, wir müssen mal Essen ein bisschen übrig lassen, ne? Dieses normale. Für den Sterilisierer, wenn wir mal wieder ein bisschen keine Kohle haben oder so. Und ich sollte mal einen Blick auf die Gleise werfen, denn ihr wisst ja, so nicht, dass da wieder was draufsteht. Man vergisst das so schnell.
Habe ich da gerade was übersehen bestimmt? Da ist Scrap Metal, da komme ich nicht dran, ne? Nee, warte mal. Ich wollte jetzt gerade einen Ring werfen, aber ich dachte mir, nee, wenn der Zug dann weiterfährt, das blöd. Dann kommen wir nachher nicht mehr an dem Zug dran. So. Hallo Scrap Metal, mein Freund. Ich sehe dich. So, da drüben sind nur noch ein paar Ressourcen. Ja, ich denke, die Schiene wird gleich abweichen. Hallo? Ha, welch ein Wortspiel. Abweichen. Schiene und weichen. Ich bin schon so durch. Alter, 7. Hier können wir auch noch ein bisschen was herballern. Let's go. Packen wir das mal da rein. Da ist nochmal fertiges Essen. Alter, fertiges Essen. Komm, ich esse das mal. Wir müssen die Kiste auch erweitern, ne? Komme, was da wolle. Wir müssen diese Kisten auch vergrößern. Das ist einfach so. Und das, ja. Was macht der Kohlebrikett hier drin? Hat da gar nichts drin verloren. Kohle kann da hinten rein. Kriegen ja gerade noch mehr, ne? Ja, guck mal. Coole Chunk. Kann hier rein. Sehr schön. Ach, guck mal, wie viel Kohle. Überlege ich mal in den letzten Folgen, wie wir drum gebettelt haben, Kohle zu kriegen. Und jetzt haben wir so viel. Voll gut. Feier ich. Danke. Und überleg mal, wie wir um Scrap Metal gebettelt haben. Jetzt haben wir schon 1, 2, 3, 4 Kisten voll. Und hier unten geht's jetzt weiter. Holy shit, feier ich. Feier ich dermaßen. Wir haben so viel Scrap Metal. Theoretischerweise könnten wir. Könnten wir. Ich trinke mal eben. Kisten erweitern, aber fühle ich noch nicht. Können wir gleich noch irgendwann mal machen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen sammeln. Auch noch mal trinken, ein bisschen und essen. Vielleicht müssen wir echt die Grundversorgung, dass wir die Kisten vergrößern. Trinken wir vielleicht noch schön. Essen haben wir ja voll, aber trinken wäre noch ganz geil. Backpack 1 von 1, stimmt, da haben wir ja die Dings drin. Die, Eis, 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 Eis. Ja, Eis nehme ich mit. Aber wir können zwischendurch das mal essen, was wir jetzt gerade gesammelt haben. Das tut ja nicht Not. Das tut ja nicht weh, wenn wir das essen, ne? Nur das Trinken würde ich gerne herstellen, weil wir dadurch natürlich ein bisschen mehr Trinken und Essen bekommen, wenn wir das grillen. Oder wenn wir das kochen. So, ich muss den Kopf behalten. Also Chemikalien brauchen wir nicht. Okay, da drüben ist nochmal Scrap Metal. Da auch. Heißt also, wir müssen auf jeden Fall nach drüben. So, warte. Rückwärts gefahren sind wir jetzt auch schon lange nicht mehr, ne? So, dann lass doch mal gucken. Also, das müssen wir mitnehmen. Und Zink nehmen wir auch nochmal mit. Oh, hallo mein Freund Eis. Ja, Lump auf Eis ist sehr schön. Das heißt, wir können dann quasi jetzt mal ein bisschen mehr Getränke erstellen. Das Spiel hört auf uns. Habe ich das Gefühl. So, ich hole die Kiste wieder. Möchte nämlich ungern da liegen lassen. Bin mal gespannt, generell, wie viel man so aus so Kisten meint. Wir haben ja schon mal eine Kiste aufgemacht. Aber wie viel man so maximal aus so Kisten rausholen kann, also wenn man mehrere hat, ob sich das richtig lohnt. Also ich schätze mal, muss ja, ne? Da drüben ist Scrap Metal, das heißt, wir müssen uns Dings herstellen. Ringe, neue, 2 Stück. Das heißt, wir brauchen einen Barren, ich stelle mal 2 her. Wir haben ja Scrap Metal auf Tasche, ne? So, 4, oh warte mal, da ist ja noch einer. So, 5. Haben wir schon wieder 5 da drin. Eis. Zink. Oh, die Zinkkiste. Die zweite Zinkkiste wird auch schon so langsam voll. Holy fuck. Holy Jesus fuck. So, das esse ich mal. Damit können wir jetzt ein bisschen... Ich hatte nicht, Gizmo. Wieso bringst du mir nur Holz? Dann würde ich jetzt Trinken nochmal herstellen, weil wir jetzt gerade so viel Eis bekommen haben.
Und mit den Barren stellen wir an der Workbench mal eben Dinge her. So. Heißt also, ich düse nochmal rüber, das Scrap Metal holen. Danke. Ansonsten war ja auch, glaube ich, nur Wood, ne? Da drüben ist nochmal ein bisschen was. Wie gesagt, das müssen wir jetzt gleich holen. Das hole ich nochmal eben. Weil das hier auf Tash liegt. Ah, Essen ist jetzt eigentlich uninteressant. Können wir noch mehr Trinken herstellen? Nein. Okay, das war's schon gewesen, oder? Ja, das war's. So, heißt also für uns, wir haben noch nicht ganz voll trinken, aber ganz ehrlich, ist mir Wumpe, wir haben genug. So, heißt also, ich fahre mal weiter ein Stück. Oh. Halt, stopp, was sehen meine Äuglein denn da? Moment, Moment. Das sieht aus, als wäre das Scrap Metal. Hängen, puff. Und weiter geht die wilde Reise. Nächste Runde geht rückwärts. Okay, es lässt noch nicht ab mit den Dings drüben. Oh, nicht, dass da noch ein zweiter zukommt. Womit ich jetzt gar nicht rechne. Das wäre natürlich sehr fies, muss ich sagen. Damit rechne ich jetzt mal, wie gesagt, gar nicht gerade. Also überhaupt nicht. Ich weiß, drüben war Scrap Metal. Und das nicht zu knapp. Den düsen wir da auch direkt mal rüber. Komm doch mal rüber. Lal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 a. So, Zink nehmen wir auch mit. Und da sehen meine Äuglein nochmal Scrap Metal. Lalalalala. Komm doch mal rüber. So. Manchmal merkt man mir an, dass ich alt bin, ne? Weil ich solche Lieder kenne. So. Aber ich bin nicht so eigentlich der Schlager-Fan, muss ich sagen. Oh, da ist noch was gemittelt. Nee, eigentlich bin ich gar nicht so der Schlager-Fan. Ich meine, ich höre ab und zu vielleicht mal ein paar Lieder davon. Aber jetzt, also jetzt nicht von den ganz alten, aber so ab und zu mal so ein Schlagerlied kann man ja mal hören. Die sind ja jetzt nicht so schlecht. Aber eigentlich bin ich eher so der... Ja, ist auch nicht mehr so in Mode. Elektrohaus gibt's auch nicht mehr so in der Art und Weise, wie ich es kenne und kannte. So Big Room, Elektrohaus, sowas habe ich gehört. Oder höre das immer noch, so die alten Klassiker. Aber sowas gibt's auch ganz, ganz selten nur noch. So, da ist auch Trinken, ne? Ich habe gesagt, wenn die mal trinken, auch nochmal wieder ein bisschen mit. Na? Jetzt komme ich da nicht dran, oder was? Wir haben es ja, ne? Ist ja nicht so, dass wir es nicht haben. Ne? Ist das Holz? Nein. Vorsicht, Vorsicht, mal gucken, nicht, dass ich Holz mitnehme. Oh mein Gott. Da drüben ist nochmal Scrap Metal. Komm ich da dran? Ja. Da drüben ist noch ein Lumpen auf Eis. Sehr schön. Das heißt, wir können mal nochmal herstellen dann. Eis, Eis, Baby to go. So, Zink. Und Eis. Alter, Ressourcensammler. Also mit mir könnt ihr auf jeden Fall überleben. So viel steht schon mal fest. Achso, ich muss ja erstmal was runternehmen, ne? Jetzt gibt der mir auch Wut. Hab's ja wohl. Essen, Essen. Dann sind wir voll. Ich pack mal eben das Fläschchen hier rein. Beziehungsweise ich trinke es einfach mal. Dann haben wir nämlich... Sind wir gesättigt? Dann brauchen wir uns jetzt darum erstmal nicht kümmern. Ja, danke, Scrap Metal. Du bist mein Held. Auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich hasse dich. Oder war es zu ihm? Ich weiß es nicht mehr. So. Ja, die Kisten füllen sich. Geil. Sehr, sehr nice. Das heißt, wir können demnächst richtig Gas geben. Und,
So, warte mal. Das heißt, das Ding ist ja gleich fertig, ne? Bing. Nee, auch nochmal. Achso, muss ich jetzt runternehmen, ne? Genau so war das ja. Kommt mir, glaube ich, noch ein herstellen. Ja. So, weiter geht die wilde Luzi. Drüben war ein Klumpen Eis. Darf ich nicht vergessen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Schiene geht nicht weg. Drüben. Kann mich aber auch irren. Da ist auch nochmal Scrap Metal. Da ist auch nochmal Eis. Ah, der Lumpen auf Eis. Wo war der? Der war da irgendwo, ne? Mal eben kurz gucken. Der war, glaube ich, hier irgendwo gewesen. Da ist er. Hä? Jo. Ah, warte. Da. Einmal bitte. So. Ich komme. Einmal mit dem Driller bitte einmal drillen. Dann holen wir uns direkt die Kiste wieder. So, Essen nehme ich mit. Dann war es das hier, glaube ich, schon gewesen. Ich glaube, mehr gab hier auch, glaube ich, nicht. Okay, dat, ja, da geht die Schiene jetzt weg. Okay, Gott sei Dank. Puh, ich dachte schon. Ich dachte, wir müssen jetzt hier, ich dachte wirklich, wir müssen jetzt hier nochmal kämpfen. Da hätte ich aber gekündigt. Aber sowas von. Das heißt, wir können die Ringe ablegen. Wir brauchen, glaube ich, jetzt nicht mehr groß rüber. Ich bin immer noch überlegen, wofür der Water-Bidon ist. Aber ich glaube, der ist Service-Water. Service-Water klingt tatsächlich ein bisschen wie für die Steam-Engine. Dass man damit die Steam-Engine abkühlen muss. Das könnte ich mir vorstellen, dass das dafür ist. Wirklich. So, ich trinke mal einen Schluck. Das wirkt förmlich so danach. Natürlich gibst du mir Wut. Was auch sonst. So, schauen wir nochmal vier her und dann geht's weiter. Und dann gucken wir nochmal, ob wir hier nochmal ein bisschen Gutmetal mitnehmen können. Bin mal gespannt, was uns auf der Reise jetzt als nächstes erwartet. Next Depot ist ja immer die Hauptaufgabe. Vielleicht kommt ja ein Depot als nächstes. So, Water. Und Essen. Aber wenn wir Essen sammeln, können wir eigentlich die Vorräte ja auch aufstocken, wenn wir die Kiste vergrößern. Vielleicht überlege ich gleich mal, dass wir vielleicht gleich doch mal die Kiste vergrößern. Einfach just for fun. Die zwei Vorratskisten. Also Rohessen quasi. Rohkost. Dass wir uns da auf der sicheren Seite bewegen, dass wir da auch immer ein bisschen Vorrat haben. Na? Ja, Holz, hau ab. Ich will kein Holz mehr. Ich habe genug Holz. Was hält das Spiel für uns bereit in diese Richtung? Ich bin so gespannt, was da alles noch kommt. Oh, warte mal. Scrap Metal, hallo. Was steckst du dich dahinter, du kleiner Schlingel? So, Moment. 3, 2, 1, meins. So, warte. Nochmal herstellen. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt einfach mal. Ich stelle jetzt hier erstmal vier Barren her. Wir haben ja auch so viel Holz. Oder beziehungsweise erstmal zwei Barren. Wir haben ja vier Dings. Die Kiste wird auch schon so langsam voll. Das ist sehr schön. So, hier ist nämlich der Vorratsschrank für Essen. Und hier ist der Vorrat für Getränke. Da können wir auch mal so langsam mal ein bisschen mehr sammeln. Ich gehe mal das Zink einlagern. Dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen mal ein bisschen. Danke. Weiß, dass ich zum Kotzen bin, aber ist völlig in Ordnung. Ist. Danke. Ich, ja.